leider 3:1 verloren gegen euch Top, gegen eine sehr gute Mannschaft, die sicher auch den Titel mitspielen kann. Zum Glück hat es immer mal für einen Satzsieg gereicht, wir freuen uns darüber sehr. Leider für euch Top die erste Satzniederlage. Das freut uns umso mehr natürlich, dass wir da die Übeltäter waren zum Spiel selber. Ja, im Endeffekt, wenn wir nicht gut annehmen, und das war phasenweise oder eigentlich großteils das Spiel der Fall, haben wir einfach extrem schwer, den Punkt zu machen. Wir haben aber im zweiten Satz aufgrund vom Kampfgeist gezeigt, dass wir sicherlich für den einen oder anderen Satz und vor allem für den einen oder anderen Punkt gut sein werden in der Saison, und wir werden weiter kämpfen, weiter hart trainieren, und uns wird es freuen, wenn es am 19. November beim ersten Heimspiel dabei ist. Max, du noch was zu sagen? Ja, wie du sagst, der erste Satzverlust in der Saison. Das ist natürlich bitter für uns, ärgert uns. Wir haben ein bisschen was probiert, ist nicht ganz aufgegangen, und du hast den Kampfgeist ja schon angesprochen. Das muss man echt zugute halten, das macht es echt geil. Das macht es für uns halt einfach. Ja, im Endeffekt hat sich die Routine dann doch durchgesetzt. Und ja, gratuliere euch, macht es weiter so. Der Verein dankt mir, macht eine geile Medienarbeit, das ist jetzt geile Typ, das passt so. Danke. Dafür erfolgt man das. Danke.